Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem großen E-Scooter-Test. Wir wollen heute der Frage nachgehen, ob sich so ein Elektroroller hier nicht nur fürs Stadtleben eignet, sondern auch fürs Landleben. Ja, Disziplin 1 bei unserem E-Scooter-Test auf dem Land ist die Landstraße. Es ist ja nicht so wie in der Stadt, sag ich mal, wobei man da auch nicht überall gute Wege hat, aber auf dem Dorf vielleicht noch ein bisschen mehr, dass so ein E-Roller, der eigentlich auf dem Radweg fahren soll, nicht immer den besten Untergrund hat. Test Nummer 2, die Schotterstraße. Gerade mit den kleinen Reifen, echt ganz schön gefährlich. Ja, also unser erster Test, Landstraße, zeigt, so ein E-Roller stößt bei unebener Fläche, sprich Kopfsteinpflaster, sprich Rasen oder Schotter, schon ein bisschen an seine Grenzen. Als nächstes wollen wir testen, wie groß das Packeselpotenzial von so einem E-Roller hier ist. Dafür gehen wir jetzt mal eine Runde shoppen. Ja, ist leider ein bisschen mehr geworden. Die nächste Gartenparty ruft. Nein, also ich habe mir diese beiden Taschen hier mal an den Lenker gehängt. Das ist natürlich überhaupt keine kluge Idee, weil man total die Stabilität verliert. Dementsprechend lautet auch unser Fazit, Packeselpotenzial vom E-Roller ist eher mäßig geschlecht. Ja, unser nächster Test ist Distanz. Wie schlägt sich so ein E-Roller, wenn man lange Strecken fahren will? Dafür fahre ich jetzt mal eine lange Strecke. Ich schieß mal los. Berg runter gehen die Dinger ganz schön ab. Also Fazit unseres Distanztests, zweierlei. Zum einen braucht man die technischen Voraussetzungen natürlich, der E-Roller muss auch ein bisschen Strecke können. Dieser E-Grid 10 schafft laut Hersteller so zwischen 20 und 30 Kilometer, je nachdem wie hügelig es ist. Das ist das eine. Das andere ist, ist das komfortabel? Da muss ich sagen, mäßig. Kurze Strecken, 3, 4, 5 Kilometer, vielleicht sogar bis zu 10 Kilometer sind machbar, aber irgendwann mal will man sich auch ein bisschen bewegen, so wie beim Fahrradfahren. Man steht die ganze Zeit. Lange Strecken mit so einem E-Roller zu fahren. Ja, der nächste Punkt, den wir natürlich testen müssen, ist die Sicherheit. Da gibt es bei dem E-Scooter mehrere Sachen zu beachten. Zum einen die Geschwindigkeit. In Deutschland sind die E-Scooter ausgelegt auf maximal 20 km/h. Das ist jetzt vielleicht nicht so schnell, hört sich nicht so schnell an. Aber Ungeübte, für die ist das ein ganz schön zügig, sage ich mal. Deswegen ganz klar unsere Empfehlung, Anfänger tragen am besten einen Fahrradhelm. Ja, für das Fazit unseres Tests, ob sich so ein E-Scooter auch auf dem Land eignet, sind wir dahin gefahren, wo sie hingehören. An die Alster, nach Hamburg, sprich in die Innenstädte Deutschlands. Wir haben festgestellt, so richtig fürs Landleben sind die Teile nicht geeignet. Das heißt, so ein Roller ist ideal, wenn man morgens aus dem Haus geht, man steigt drauf, fährt zum Bus, packt ihn dort ein, setzt sich in den Bus, steigt wieder aus und überbrückt dann die Distanz von Bus zur Bahn etwa. Das ist ideal, das ist super. Es gibt die auch noch ein bisschen handlicher. Was einfach wirklich nicht gut ist, ist Distanzen von über 10 Kilometern überbrücken. Das ist einfach, das geht in den Rücken, man steht sehr lange, sehr gerade, man bewegt sich gar nicht wie etwa auf dem Fahrrad. Da bietet das Fahrrad einfach viel mehr Vorteile. Und deshalb finden wir, dass für Menschen auf dem Land ein Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad einfach unverzichtbar ist. Der E-Roller ist da keine wirkliche Alternative.